Sind wir wieder zurück mit dem zweiten Teil vom Bonus Discount und Co., dem Euwax Forum der Experten. Bei mir im Studio weiterhin der Experte für Wertpapieranlagelösung Dominik Auricht von der HVB und Volker Meinl von der BNP Paribas. Ja, wir hatten gesprochen über die Inflation, über den Einkaufswagen, der, obwohl ich halt den gleichen Preis zahle, doch eben leerer wird. Und wir wollen mal auf die Assetklassen zu sprechen kommen und jetzt natürlich auf das, wie ich es am Zertifikatemarkt dann umsetzen kann, auf die Assetklassen, die mich zum einen schützen oder beziehungsweise erstmal die, die vielleicht auch die Inflation noch etwas treiben. Denn Energie ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt, der Ölpreis, der die Inflation weiter treibt. Und da sehen wir, dass Öl eben die 100-Dollar-Marke überschritten hat mittlerweile. Unruhen in Ägypten, also politische Unruhen eben auch, treiben das noch weiter. Und das ist weiter Grund, dementsprechend auch für eine Teuerungsrate, die höher wird, Herr Auricht. Definitiv, also Öl und gerade also die Grundinflation, also man muss ja unterscheiden zwischen Kerninflation, das ist alles außer Nahrungsmittel und Energie, und die Gesamtinflationsrate. Und der Haupttreiber kommt eigentlich aus dem Rohstoffbereich, also Energie und eben Rohstoffe, die wie Weizen, Mais und für die Nahrungsmittel gebraucht werden. Und das sind ja eigentlich momentan die Treiber. Ja, und was ist die Ursache? Es ist einfach eine hohe Nachfrage und ein verknapptes Angebot. Da gibt es viele Ursachen. Bei Öl, wir haben jetzt wieder die Fördermengen, gehen weiter zurück. Die Nicht-OPEC-Staaten können gar nicht mehr erhöhen, sondern sie haben eigentlich nicht mehr genug zum Fördern. Und die Nachfrage ist weiterhin ungebremst, weil die Weltwirtschaft funktioniert. Das heißt, steigende Preise. Also eben auch fundamental schon begründet, oder kann man sagen, mittlerweile ist es auch so, dass es wird ja immer gesagt, Spekulanten eben auf den Zug aufspringen und dann sagen, oder ich will halt eben, wenn der Ölpreis noch weiter steigt, auch mit dabei sein, mit davon partizipieren. Ist das auch eine Gefahr, Herr Meinl, die man sehen kann? Ja, also woher das kommt, ist ja immer schwer zu sagen. Also es gibt die vom Herrn Auricht angesprochenen fundamentalen Gründe, zweifelsohne, die bestreitet niemand. Allerdings gibt es oft auch unheimlich viel fundamentale Gründe, wenn es nach unten geht. Das heißt, warum es so kräftig nach oben geht, ist natürlich sicherlich auch Spekulanten getrieben, klar, aber genauso schnell kann es auch wieder nach unten gehen. Es ist schwer abzuschätzen, wohin das weitergeht. Über 100 könnte schon sein, dass wir uns da etablieren, insbesondere wenn es auf dieser Welt weiter brennt, in Anführungszeichen, was derzeit eben auch rundherum passiert. Und das ist historisch ganz klar, spricht das für einen steigenden Ölpreis. Die politischen Risiken natürlich nicht absehbar und da auch natürlich die Frage, ob eben von Ägypten aus das weiter ausstrahlen kann auf gerade eben andere arabische Länder noch, die dann vielleicht doch mehr in der Ölproduktion noch tätig sind. Aber wir wollen zu sprechen kommen auf das, was mich denn vor so einer Inflation schützt, wenn ich Angst davor haben sollte als Anleger. Sie hatten es schon erwähnt, es sind Assetklassen wie zum Beispiel eben die Rohstoffe Gold, hatten wir angesprochen, wie Sachwerte, Immobilien. Was kann ich denn da am Zertifikatemarkt spielen? Zum Beispiel, wenn ich Immobilien, da würde ich mir ein Haus kaufen, sage ich. Aber kann ich sowas dann auch am Zertifikatemarkt zum Beispiel spielen? Ja, absolut. Also es gibt ja Immobilienzertifikate, die eben auf Aktien, die im Immobilienbereich tätig sind, das sind meist gewerbliche Immobilien, die natürlich auch da aufgrund ihrer Vertragsbindung Preissteigerung mit einbeziehen können. Also das heißt, da habe ich einen gewissen Effekt. Die großen Profiteure, die wir gerade sehen, sind die Versicherungswerte. Die laufen ja sehr gut. Warum? Weil höhere Inflationserwartungen, man erwartet steigende Marktzinsen, und das ist momentan für Versicherer sehr gut. Also so ein indirekter Profiteur sind momentan Versicherungswerte. Man kann aber im Zertifikatemarkt, und das ist ja das Schöne, man kann ja direkt spielen. Ich kann ja ein inflationsgelinktes Anleihe zum Beispiel ja kaufen, die mir eben einen Coupon zahlt in Abhängigkeit der Inflation. Also da gibt es wirklich alles. Genau, also solche Konstruktionen, ist denn sowas, wenn ich jetzt also inflationsgeschützte Anleihe den Begriff einfach mal so nehme, ist denn sowas dann interessanter dementsprechend, als wenn ich mich in Rohstoffen oder beziehungsweise vielleicht auch im Bereich Immobilien da tummeln möchte? Das ist schwer zu sagen, hängt natürlich von der Inflationshöhe und der Rendite ab, Wenn natürlich. wir momentan mal die Inflation zugrunde legen? Ja, könnte schon interessant sein, auch wenn die Inflation weiter steigt. Allerdings ist das ein gewagtes Spiel, würde ich schon sagen. Da wäre man sicherlich auf der
sicheren Variante, wenn man dann eine Immobilie kauft, oder man geht in Immobilienaktien bzw. Zertifikate auf Immobilienaktien oder auch in stabile, ja, Unternehmen, die eine bestimmte feste große Macht in ihrer Branche sind, also auch eine Preiskraft und Macht haben in ihrer Branche. Und da denke ich jetzt an Agrarunternehmen, eine Potash, eine K&S oder auch zum Beispiel auch im Pharma-Bereich gibt es sehr viele Unternehmen, die dann attraktiv, wenn man jetzt auf den Aktien- bzw. Zertifikatenbereich schaut, attraktiv sein könnten, neben natürlich dem Rohstoffinvestment. Ich muss noch mal kurz nachhaken, inflationsgeschützte Anleihe. Was ist denn da eigentlich das, was so eine Anleihe ausmacht? Vielleicht können Sie es gerade noch mal ausführen. Was passiert? Der Coupon ist letztendlich an die Inflation gelinkt, also an einen Preisindex, zum Beispiel den deutschen Verbraucherpreisindex oder den europäischen Verbraucherpreisindex, und bestimmt sich halt daraus. Das heißt also, steigt die Inflation, steigt mein Coupon. Die Idee ist natürlich, dass ich natürlich über den steigenden Coupon dann eben geschützt werde vor den Preissteigerungsraten. Mhm. Ist eine spezielle Form des Investments. In der Regel ist es ja immer so, man sollte sich breit diversifizieren, man sollte nicht immer nur in eine Richtung, das heißt eine breite Mischung aus Rohstoffen, inflationsgeschützten Anleihen wäre vielleicht der ideale Weg. Diversifikation, das Stichwort natürlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe in Rohstoffe, ist es da so, dass ich dann doch ein dementsprechend höheres Risiko eingehe, da ich vielleicht dann doch da mehr im Hebelproduktebereich bin, oder sind da Anlageprodukte genauso gefragt und genauso vielfältig, wie das im Hebelproduktebereich ist? Nee, ist genauso wie, also Sie können 1:1 natürlich zum Beispiel auf Gold, auf Silber setzen, Sie können das sogar währungsgeschützt machen, und damit sind Sie natürlich dem Risiko auch ausgesetzt, dass es auch mal beim Gold oder Silber nach unten geht. Kann, aber ansonsten sind Sie 1:1 nach oben dabei. Das Ganze können Sie theoretisch gehebelt machen, mit welchem Hebel auch immer Sie spekulativ hier rangehen wollen. Aber das ist ja nicht die Idee eines Investors, der im Grunde genommen sich vor der Inflation schützen will, sondern der will einfach Gold haben und nicht gehebeltes Gold haben. Der möchte halt eben das Langfristige, genau, und eine Sicherheit haben im Grunde, wenn genau die Teuerungsrate, genau, dann halt eben dementsprechend nach oben gehen sollte. Ja, natürlich sind wir dann bei der Frage angelangt, die inflationsgeschützte Anleihe, aber welche Konstruktionen am Zertifikatemarkt helfen mir denn auch? Wir haben Bonuszertifikate, wir haben Discount-Zertifikate. Gibt es da eine Garantiezertifikate, vielfältige? Was gibt es für eine Konstruktion, die vielleicht da im Inflationsbereich hilfreich ist, Herr Auer? Dann kommt es wieder auf meinen Risikoappetit an, auch wie Herr Meinl sagt. Ich muss mich jetzt auch entscheiden als Investor, wie viel Risiko will ich denn, bin ich bereit einzugehen. Natürlich, wenn ich bereit bin, direkt in Gold zu investieren, dann kann ich das auch genauso gut über Zertifikate machen, weil ich einfach preisgünstiger daran komme, weil ich nur auf die Preissteigerung darauf abziele. Und da trage ich natürlich das volle Goldpreisrisiko, habe aber auch die volle Partizipation an der Werteentwicklung. Bin ich eher ein vorsichtiger Anleger, werde ich natürlich irgendwo in den Anleihebereich gehen, die mir eine Partizipation an dem Goldpreis geben wird, aber die wird nie zu 100% sein. Das heißt, ich muss mit da im Klaren sein, dass ich dann nie zu 100% partizipiere und auf der anderen Seite auch noch eine Anleihenkomponente habe. Das heißt, verändern sich die Zinsen, werde ich das natürlich sehr stark auch auf der Anleihenkomponente merken. Und wir haben es ja jetzt im letzten Monat gesehen, die Renditen bei lang laufenden Anleihen sind sehr stark gestiegen, und das hat sich auch in strukturierten Anleihen bemerkbar gemacht, dass zwar das Underlying für mich gelaufen ist, also der Basiswert, aber ich auf der Zinsseite verloren habe. Und das muss ich dann schon durchaus beachten. Was sagen Sie für Konstruktionen, also Bonus, Discount oder Co., wie wir auch von der Sendung her heißen? Gibt es da einen Unterschied, den man beachten muss? Herr Aurich hat das ja im Grunde genommen gesagt. Es ist nur ein Aspekt vielleicht noch hinzuzufügen, das wäre dann eher für den Trader, also für den eher spekulativ Orientierten. Der könnte natürlich hingehen und sagen, die Inflation steigt möglicherweise noch mehr und damit der Druck noch mehr auf die EZB und die Fed, die Zinsen zur Erhöhung, und setzt somit im Grunde genommen auf steigende Zinsen oder fallenden Bund Future und könnte somit von der Trading-Seite mit Hebelprodukten wunderbar darauf setzen. Allerdings, aber dann natürlich spekulativ. Bei dann eben spekulativ, aber es ist eben auch eine spekulative Investition auf oder gegen eine steigende Inflation. Und dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich mich jetzt festlege, auch vielleicht mit einer Zinsanleihe oder mit Zinsen, dass ich halt eben während der Laufzeit der Zins ändern kann und dementsprechend dann meine Anlage reagiert. Also bei vorzeitigem Verkauf könnte ich dann ein Problem kriegen, Herr Aurich. Das ist richtig, und deswegen muss ich auch immer gucken, wie viel
Anleihekomponente ist in meinem Produkt dabei. Und da ist der ganz große Unterschied. Wenn ich in einem Bonuszertifikat halt eben weniger Zinssensitivität habe, ich bei einer vollkapitalgarantierten Anleihe natürlich einen sehr großen Anteil an Zinsreagibilität habe und somit natürlich auch irgendwo indirekte Einfluss der Inflation dann auch spüren werde in Form von Kapitalmarktzinsen, die sich verändern. Mhm. Ja. Das können Sie so unterschreiben, Herr Weinberg. Das habe ich dann bei Hebelprodukten zum Beispiel dann eben nicht, weil einfach die Konstruktion auch eine ganz andere ist und auch die Richtung und der Einsatz auch. Also wobei, bei Anlageprodukten immer natürlich auch auf den Zinssatz dann mit achten, der eventuell da sein könnte. Ja, klar. Ja, je länger die Laufzeit, desto mehr muss die Laufzeit natürlich auch. Wir wollen ganz kurz noch blicken auf Scope-Ratings von einigen Zertifikaten, die ein 5-Sterne-Rating bekommen haben. Und zwar ein Discount-Zertifikat auf Newmont Mining. Das ist ein Goldminenindex, der bei der Risikoklasse 2 sehr gering ist und ein Laufzeitende hat bis zum 15.06.2012. Dann ein Bonuszertifikat auf den Eurostoxx 50, der auch ein 5-Sterne-Rating hat mit der Risikoklasse 1, also sehr geringes Risiko bewertet. 15.12.2011 ist hier Laufzeitende und ein Bonuszertifikat auch auf den Eurostoxx mit einem 5-Sterne-Rating, die Risikoklasse 4, also eher eine hohe Risikoklassifizierung mit Laufzeitende 15.06.2012. Das sind nochmal drei Zertifikate von Scope Rating gut geratet. Es gibt natürlich auch mit gleichen Parametern bei allen anderen Emittenten diese Zertifikate zu erwerben. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Meine Herren, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier im Studio waren zum Thema Inflation. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hiermit dann noch ein bisschen was bekommen kann und dass der Einkaufswagen hoffentlich nicht ganz so leer wird. Vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie hier waren. Ja, und liebe Zuschauer, das war schon wieder mit Bonus, Discount und Co., dem Euwax-Forum der Experten. Fragen und Anregungen richten Sie bitte an tvzertifikate@drf.fm. Und Sie können das Ganze nochmal schauen unter www.drf.fm. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren bei dieser Ausgabe und schalten Sie auch zur nächsten wieder ein.